Da seid ihr ja endlich. Warte denn wenigstens erfolgreich? Ist die schön? Und es war ein richtiges Schnäppchen. Es war ein kluger Zug von mir, Justus, mitzunehmen. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Sie wurde benutzt, um Wein oder Öl darin zu lagern. Die Amphora entwickelte sich außerdem zu einer wichtigen Maßeinheit für Flüssigkeiten im Römischen Reich. Immer ein echtes Schnäppchen. Damit haben wir uns den Kirschkuchen einer Tante aber redlich verdient. Ich hoffe, sie verkauft sich besser als eure anderen Schnäppchen. Ein Herr Pico hat gerade angerufen. Er sagt, er hat ein wertvolles Schwert, das er verkaufen möchte. Ich habe ihm gesagt, ihr seid schon unterwegs. Aber Tante Mathilda, ich... Kein Aber. Der Kirschkuchen will verdient sein. Außerdem bist du schon den ganzen Sommer in Rumänien. Mit dem umwerfenden Stephen Yates. Oh, der umwerfende Stephen Yates. Ach, es macht dir doch sicherlich nichts aus, deiner Tante ein kleines Andenken mitzubringen. Sicherlich. Erster Transatlantikflug. Drei Fragezeichen in Rumänien. Da unsere Reise nach Transsilvanien morgen beginnt, sollten wir für alle Fälle gewappnet sein. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Just. Da gibt's keinen Fall. Deswegen ja. Für alle Fälle. Ich glaube, es wird Zeit für ein Upgrade. Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Liebes Filmteam, Bine ați venit. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra, dem Familiensitz des Hauses Grețulescu. Leider geht die Zeit auch nicht spurlos vorüber an einem Schloss wie diesem. Aber Domnul Repta, unser Hausmeister, arbeitet bereits. So blass wieder ist, geht er glatt selbst als Vampir durch. Problem zu beheben. Doch das soll nicht Ihre Sorge sein, denn Sie müssen einen Film drehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem wunderschönen Transsilvanien. Vadoresc, Success! Das ist mal ein Set. Hin, krass. Kriegt euch wieder ein. Wir sollten jetzt erstmal Hank finden. Aye, aye, Captain. Da ist er. Da mal los. Morgen, Hank. Die drei Fragezeichen melden sich zum Dienst. Na, Jungs, gut geschlafen? Wie man's nimmt. Na, da seid ihr ja endlich. Und? Was sagt ihr zu unserem Prunkstück? Wow, Dad. Ein Kreuz. Jungs, wir sind in meinem Film. Er ist nichts, einfach nur ein Kreuz. Guck mal hier. Das Pumpsystem erzeugt... Ein Unterdruck, wodurch Flüssigkeit angesaugt und durch die Schläuche in den kleinen Behälter geleitet wird. Das Kreuz, in das Vlad sein Schwert reinrahmt. Und durch das Loch kommt da Blut? Sehr gut, Jungs. Hat jemand das Drehbuch gelesen? Und ihr drei seid unsere Kunstblutexperten. Euer Job ist es, die richtige Konsistenz zu finden, damit es schön gruselig runterläuft. Na, was sagt ihr jetzt zu unserem Kreuz? Einflüssen trifft's eher. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw.
Recherche und Archiv, Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Just. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow! Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus, Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino.